5 Minuten Fettverbrenn-Workout fürs Bett. Sobald wir ans Trainieren denken, dann meinen wir, in das Fitnesscenter gehen zu müssen. Aber du kannst auch einfache und zugleich effiziente 5-Minuten-Übungen auch zu Hause machen. Sogar noch besser, in deinem eigenen Bett. Leg dich also hin, mach's dir bequem und lass uns loslegen. Übung Nummer 1. Bent Leg Side Raises. Seitliche Beinheber. Setze dich auf deine Knie und halte deinen Rücken gerade. Hebe aus dieser Position ein Bein so hoch du kannst und halte es bei einem 90-Grad-Winkel. Senke es zurück zur Ausgangsposition und wiederhole die Übung mit dem anderen Bein. Bist du bereit? 30 Sekunden starten jetzt. Los! Diese Übung trainiert deine Oberschenkel und Beine und macht sie perfekt geformt. Außerdem ist es nicht so schwierig, oder? Noch 10 Sekunden. Gut gemacht. Übung Nummer 2. Glute Bridge. Hebe deinen Po, während du auf dem Rücken liegst. Bleib in dieser Position und spann dich langsam so fest du kannst an. Alles klar? Lass uns loslegen. Die Glute Bridge Übung stärkt deinen Core-Bereich, verbessert deine Haltung und formt deine Gesäßmuskeln. Und das sind noch nicht alle Vorteile auf der Liste. Wenn du die Übung noch effizienter machen möchtest, dann könntest du auch ein Bein heben und die Übung mit dem anderen Bein wiederholen. Geschafft! Übung Nummer 3. Lateral Side Lying Leg Raises. Seitlich auf der Seite liegende Beinhebungen. Lege dich zur Seite, sodass deine Hüften genau übereinander liegen. Hebe das obere Bein nach oben und bringe es langsam wieder in die Ausgangsposition. Wiederhole dasselbe mit dem anderen Bein. Wir machen die Übung wiederum für 30 Sekunden. Die Zeit läuft. Diese einfache Übung funktioniert für viele Muskelgruppen. Hüftbeuger, Musculus abductor hallucis und viele andere. Und sie verschmälert deine Beine auf eine wirkungsvolle Weise. Gebe einfach Acht, dass dein Bein gestreckt ist, während du es hebst. Drei, zwei, eins. Toll! Übung Nummer 4. Russian Twist. Russische Drehung. Beginne im Sitzen mit gebeugten Knien. Lehne dich leicht zurück und hebe deine Füße an. Drehe den Brustkorb langsam auf eine Seite. Gehe zur Ausgangsstellung zurück und drehe den Oberkörper auf die andere Seite. Weniger reden, mehr trainieren. Russian Twist ist ein wahres Gottesgeschenk in Bezug auf jedes Workout. Die Übung beansprucht alle Bauchmuskeln und mindert das Risiko von kardiovaskulären Erkrankungen und stärkt die seitlichen Bauchmuskeln, die normalerweise nur sehr schwierig zu bekommen sind. Indem man regelmäßig Russian Twists macht, wird der Körperzustand verbessert. Die Zeit ist aber um. Übung Nummer 5. Plank. Was könnte besser sein als ein guter alter Plank? Nicht wahr? Beuge deine Ellenbogen und pass auf, dass sie direkt unter deinen Schultern liegen. Dein Körper sollte von Kopf bis Fuß in einer geraden Linie sein. Versuche diese Position für 30 Sekunden ohne Pause zu halten. 3, 2, 1, los! Vergiss nicht, richtig zu atmen und halte deinen Rücken gerade. Ich weiß, es ist schwierig, aber das liegt daran, dass das Planken deinen gesamten Körper beansprucht, deine Haltung verbessert und dich flexibler macht. Halte die Stellung für weitere 10 Sekunden. Und das war's. Respekt, wenn du es ohne Pause durchgehalten hast. Übung Nummer 6. Bicycle Crunches. Liege flach mit deinen Händen hinter deinem Kopf. Bring dann deine Knie zu deiner Brust. Strecke ein Bein aus, wobei du deinen Oberkörper in eine andere Richtung drehst und deinen Ellbogen zum anderen Knie bringst. Wiederhole dasselbe mit dem anderen Bein und Ellbogen. Los geht's!
Diese Übung trainiert deine oberen, mittleren und unteren Bauchmuskeln zur selben Zeit. Tolle Neuigkeiten, oder? Außerdem arbeiten zudem dein Quadrizeps und deine Kniesehnen. Nur noch ein paar, okay? Übung Nummer 7. Criss-Cross. Lege dich auf deinen Rücken und hebe deine Beine, während du sie gerade hältst. Gebe einen Knöchel über den anderen und bewege sie in einer Kreuzbewegung wieder nach unten. Mache die Übung für 30 Sekunden. Los! Criss-Cross ist eine ziemlich herausfordernde Übung, da sie deinen gesamten Chorbereich trainiert. Sie stärkt deine Bauchmuskeln und den unteren Rücken. An diesen Stellen ist die Stabilität äußerst wichtig, also halte sie auch. Du machst das toll. Nur noch ein paar Sekunden. Gut gemacht. Übung Nummer 8. Full Body Crunch. Lege dich auf den Rücken, hebe deine Füße vom Boden ab und ziehe deine Knie zu deiner Brust, während du deinen Oberkörper nach oben drückst. Presse sowohl dein Ober- als auch Unterkörper zusammen und lass den Oberkörper dann wieder absinken. Du bist wieder in der Ausgangsstellung? Dann los geht's! Vergiss nicht, deine Füße während den Wiederholungen vom Boden angehoben zu halten. Das ist das Wichtigste bei dieser Übung, was sie noch viel effizienter macht. Noch 10 Sekunden und... Die Zeit ist um. Übung Nummer 9. Reverse Crunches. Jetzt, wo wir die Bicycle und Full Body Crunches gemacht haben, wird es Zeit für die Verkehrten. Lege dich auf deinen Rücken mit den Knien zusammen und deine Beine zu 90 Grad gebeugt. Drücke deine Knie langsam zusammen, während du deine Hüften vom Boden löst. Mache an der Spitze für einen Moment Pause und senke sie dann wieder ab. Deine 30 Sekunden starten jetzt. Die Reverse Crunches trainieren vor allem deine unteren Bauchmuskeln sowie Hüft- und Oberschenkelmuskulatur. Eingeschlossen den Iliopsoas, Musculus Tensor Facial Latae, Quadrizeps und Adductor. Noch einmal. Super, lass uns jetzt endlich zur letzten Übung gehen. Übung Nummer 10. Superman. Lege dich auf deinen Bauch und strecke beide Arme vor dir aus. Strecke deine Arme so weit aus, wie du kannst, während du deine Ellenbogen immer noch etwas gerade hältst. Hebe deine Beine und Arme vom Boden, mache eine Pause und gehe zur Ausgangsposition zurück. Atme tief durch. Und los geht's. Diese Übung hat eine positive Wirkung auf deinen Bauch, deine Gesäßmuskeln, Beine und Arme. Sie ist auch sehr gut zum Verbessern der Haltung und Balance. Wir sind fast fertig. Super, du kannst stolz auf dich sein, unser Workout ist fertig. Falls du deinen Körper verändern und ihn in Form halten möchtest, dann werden dir diese Übungen sicherlich helfen. Sei nicht faul, schau dir das Video an und mach die Übung ein paar Mal in der Woche oder sogar jeden Tag. Die Ergebnisse werden dich wahrlich erstaunen. Und vergiss nicht, Beständigkeit ist der einzige Schlüssel zum Erfolg. War das Workout schwer für dich? Sag es uns in den Kommentaren. Vergiss nicht, den Like-Button zu drücken und das Video mit deinen Freunden zu teilen. Subscribe auf unseren Channel, damit du auf der Sonnenseite des Lebens bleibst.